Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte vierer kleiner Lebewesen. Glaubst du etwa an Feen, Kobolde, Elfen und so ein Schwachsinn? Ich schon. Manchmal, wenn man durch den Wald geht, kommt es einem vor, als würde man sie hören. Ja, wir sind hier unten. Es gibt Elfen und jetzt halt die fucking Kamera drauf. Los geht's. Ich bin übrigens La Rondola. Ja. Okay. Super. Nun, wer bist denn du da, du klatsche Vogel? Hey, ich bin 12. Ich bin ein Elf. Ich heiße 12. Guten Tag. Ja, das ist ja ein klasse Wort. Hallo 12. Wer steht Hallo. Dahinter? Mein Name ist W.Insling. Alter, Herr Winzling. Ich bin noch viel kleiner. Ich bin ein Vogelschieß. Willkommen, Herr Vogelschieß, auf unserer wunderschönen Game Guys Mini, wo wir mal sterben. Let's go sterben. Let's go sterben. Alter, schau mal, Lori. Mein. Jawoll. Habt ihr dran gekrabbelt? Jawoll, mit Kuh, Alter. Ich bin bereit, man lege mir mein Volk zu Füßen. Hä, wie kann ich das wählen? Ach so. Ja, hier, wunderbar, auf ja, Kampf. Danke. Der Weg stellte allerdings eine größere Herausforderung als gedacht. Ich sehe, hier wird einfach quer durchs Gebüsch survivelt. Parkour! Das ist schon echt Parkour hier. Ui! Wow! Außerdem hat der Elf 12 unterwegs die größte Weisheit des weiten Universums verkündet. Wir sind zu dem fetten Baum. Leute, wenn ihr mit leeren Händen rumrennt, da habt ihr mehr Hände frei. Wo war ich? Ach ja, die Herausforderungen des Weges. Genießt die Geräuschkulisse. Ich bin hungrig und durstig. Ah, wie schön, dass in den Ohrmuscheln zirpt der Mist. Sie stellten sich hungrigen Bestien. Albert, wir brauchen dich. Es geht hier um Leben und Tod. Alter, wir haben ihn übst umgeklatscht. Wow. Erstmal Siegesgeheul, würde ich sagen. Und kamen endlich an den Ort der Begierde. Wenn da nicht... Lass mal hier den Special-Weg gehen. Ja, den Special-Weg. Kommt mal hier lang. Hier geht's lang, Jungs. Wer will denn... Hier darf jemand vorgehen, der den noch nicht kennt. Ich würde sagen, Albert, der das erste Mal spielt. Wo bist du? Albert, hier geht's runter. Pilze runter, einmal auf den Boden, bitte. Und bitte nicht sterben. Wer war das? Alter, ich liebe dieses Game. Dieses Rumglitschen ist richtig angenehm. Bist du tot? Oh nein. Na, Leo, bist du tot? Ja, klar. Und wo bist du so gespawnt? Naja, wo? In der Base, Alter. Am Arsch der Heide. Ah nein. Allerdings die Pilze. Kann ich ernten. Oh Gott. Ich glaube, es war eine richtig blöde Idee, hier gerade lang zu gehen. Warte mal, schaffe ich es hier rüber zu steppen? Oh, ja. Genau, jetzt hier auf dem Pilz. Also bitte das Erste, lang. Was wir machen, ganz viele Betten bauen. Ja, auf jeden Fall. Sind Betten so bauen. 10. Gibt's auch einen Spawnpunkt dann? Also ja. Ich würde sagen, wir müssen hier jetzt erstmal auf Haussuche gehen. Irgendein richtig schöner großer Pilz. Ich bin da hier. Guck mal. Dann lass hier hinten runtergehen. Ich würde sagen, mit bisschen Wasserblick wäre ganz schön, oder? Also ich finde hier oben mit Ausblick halt auch gut. Also zu weit runter ist vielleicht auch nicht so nice. Schön. Aber ich würde auf jeden Fall auch gern die Burg sehen. Also das ist so ein gutes Gesamtkonzept brauchen wir. Guck mal, hier, da leuchtet, die Pilze leuchten richtig da oben. Das sind die gesegneten Pilze. Alter. Berechtigte Ansprüche an die Unterkunft werden gestellt. Nun müssen die Vorstellungen noch realisiert werden. Finden die vier Waldbewohner noch den perfekten Wohnpilz? Alter, ich hab... Jungs... Ich habe einen Pilz gefunden, der... Jetzt liebe der Käfer! Der ist echt cool. Rennen, Albert, rennen. Ja, aber... Oh ja, hier ist schön, mit Erdbeeren. Oh, fuck. Na, und guck mal hier, der große Pilz, der ist auch ziemlich gerade. Das heißt, da könnte man gut Wände dran bauen. Man könnte das direkt mit dem Pilz hier zusammen verbinden. Und dann könnte man... Von dem Pilz hast du halt eine voll geile Aussicht. Und bist halt mehr mit dir und hast und von hier hast du auch Wasserblick. Ja, und das hier ist sozusagen ist die Hauptbase. Wir müssen schnell mal irgendwo oder so. Ein Sturm sondergleichen Ausmaßes brach los. Vogelschiss, W.Insling und La Rondola haben ein Zelt auf dem neuen Zuhause aufgeschlagen.
Wisst ihr, ich hoffe echt, und wir sollten jetzt auch abends, wenn wir hier am Lagerfeuer sind, uns geht's gut, anderen vielleicht nicht, wir sollten auch mal an Leo denken. Ja, ob der sich da draußen gut schlägt, ob es ihm gut geht, ich frag mich echt. Episch, Alter, jetzt können wir sogar unterm Dach chillen, unterm Feuer. Ist ja der Hammer. Nach einiger Beratung und 5 Nächten Arbeit steht nun das erste Haus. Da sind wir wieder in der Heimat. Erstmal was essen. Sieht schon wild aus unser Haus. Ist schon episch, ja. Servus, Achtchen. Außerdem entdeckten die Elfenbrüder ganz neue Seiten an sich. Sie lernten das Leben in einer anderen Perspektive zu sehen. Also mit Z allem, kannst du auch komplett in Ego-Perspektive schalten. Mit Z? Mhm. Alter! Lol. Wow! Alter, ich habe sogar Füße. That's crazy, man! Halleluja! Ich bin endlich ein Mensch geworden! Ich bin ein Berliner. Dies verlieh La Rondola den absoluten Durchblick. Achso, ja, schade. Ich mach mal kurz eine Karte an, weil man kann ja übelst weit auf den Berg hoch. Warte, das schon? Man kann in den Pilz reingucken, Jungs. Und so verbrachten sie die erste Nacht im neuen Haus. Ah, nice, neue Betten, easy. Boah, das sind easy. Ich schlaf hier am Rand. Guck mal, Bruder. Komm mal her nochmal, kurz zu mir. Ja, ich muss kurz, wo bist du denn? Ich lieg hier in der Ecke. Ja? Guck mich mal an, wie ich aussehe. Ja, ach so, ja? Du bist viel dünner, Alter. Guck da, warte, wie kann ich nochmal aufstehen? Und jetzt bin ich aber wieder ein Fettsack. Alter, du wirst aber einfach gestreckt wirst du da. Hä? Die Betten jetzt doch nicht hier? Doch, hier. Ja, oben im Haus. Alle. Du bist schon runtergelatscht. Ich bin schon vorbeigelaufen. Wir liegen hier alle und warten auf dich, dass du dich zu uns legst. So, jetzt hier erstmal gemeinsames Frühstück auf dem Balkon. Seid ihr auch hier? Jungs, ist das schön. Erstmal Kaffee trinken. Da freue ich mich erstmal strecken, Jungs. Die Nacht war aber lang. Mensch, ich hab Scheiße geträumt. Das glaubt ihr ja nicht. So. Was hast du geträumt? Erzähl mal. Da werde ich ja gleich rot. Erzähl mal. Was ganz Sexuelles. Ich hab nicht geträumt. Nee, das behalte ich lieber für mich. Das kann das nicht jugendfrei. Nun wurde die Landschaft erkundet. 12 lernte sogar einen Marienkäfer kennen und wollte ihn mit nach Hause bringen. Doch genau in diesem Moment brach der heftigste Sturm aller Zeiten los. Wo seid ihr jetzt? Oben drauf? Ja, okay. Immer noch, wir wollen doch da hier. Mir ist schon ganz kalt vor Abmod. Ja, der Marienkäfer ist gestorben. Nee. Da wurde gekillt von einem Käfer. Setz dich jetzt hin. Mir ist kalt. Auch dünn? Ja. Wir melden uns von dem kalten Dach unserer Base. Wir müssen jetzt schnell abmoderieren, weil das sieht zwar gut aus, aber es ist wahnsinnig kalt. Leos Marienkäfer ist gestorben. Haus steht ab, rein, runter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, aber ich halte es nicht mehr hier aus. Gut's recht, Le. Ja. Tschüss. Wie, was? Abmod? Habt ihr den letzten Schuss noch nicht gehört? Alter, das Spannendste passiert jetzt erst noch. Okay, also. Als sie den Sturm überstanden hatten und das Unwetter sich beruhigt hatte, konnten die 4 nun eine Nacht verbringen ohne merkwürdige Träume. Allerdings, in einer Nacht- und Nebelaktion kroch eine Spinne an das Haus. Sie fing Vogelschiss und W. Insling. Die beiden wehrten sich heldenhaft, doch sie konnten ihr nicht entkommen. Nun nahm die Spinne sie mit in ihr Lager. Nun liegt das Leben der beiden in den Händen von 12 und La Rondola. Ey, Bruder, was ist los? Guck mal, hast du hier gewischt? Guck mal. Au, Scheiße. Ist da irgendwie... In dir ist gar kein Schild aufgestellt, Mensch, das ist doch lebensgefährlich. Wie hieß du? Kannst du es nicht merken? Ich bin doch 12. 12. Sieht man da an meinen kleinen Füllern? Richtig, ein kleiner Elf namens 12 und La Rondola zu Schrumpelmoos sitzen unterm Pilz. Aber nicht mehr lange, denn die Mission ist eine andere als rumchillen. Heute wird's äußerst gefährlich, denn wir wollen, was wollen wir? Mauern wollen wir. Nee, richtig. Ja, Spinne. Ach genau, wir brauchen dafür die Schere, ne? Wegen den, damit wir die Konkurs aufschneiden können. Das wäre eigentlich noch super smart. Ja.
Gesagt, getan. Eine Schere wurde hergestellt und geschliffen bis zum geht nicht mehr. Damit sollten die Kokons kein Problem mehr sein. Allerdings hielt der Weg noch einige Überraschungen für sie bereit. Dann konzentriere ich mich eher auf die Kleinviecher und heb mir dann für die Spinnen die Pfeile auf. Let's go, Alter. Na, auf dem Weg dahin würde ich sowieso alles dodgen, was geht. Ja, dodge mal alles weg, was geht. Es wird hier richtig gefährlich. Das wird hier wieder eine richtige Tortur. Guck mal hier, geht's schon los, Alter. Irgendwas nehmen die da gerade auseinander. Aufpassen, es fliegt dir hinterher. Die hat jetzt gleich Bock auf mich, sag ich dir. Ah, die hat mich gestochen, Alter. Wow, schon, die hat mich ein zweites Mal gestochen. Einfach rennen. Die hat den eben gestochen. Renn, Alter. Wow, ich hab hier gerade den Stachel noch in mein Bild fliegen sehen. Ah, ich höre es schon wieder. Renn! Alter Ameise! Dieses Spiel, Alter. Das ist... Und dann immer noch die Geräusche, ne? Ja, kann man vielleicht... Guck mal, voll die schöne Aussicht. Ja, apropos, wir müssen da ja auch runter, ne? Warum? Weil wir da über den Stamm wollen. Wollen wir das? Ja. Alter, guck mal, dieser Käfer, der da in der Wand steckt. Der hat gar keinen Bock mehr. Auf jeden. Mir reicht's. Immer spawn ich im gleichen Gebiet und meine Aggro sind nur 20 Meter. Mann, nie komme ich von hier weg. Feinste Urquell. Klares, frisches, Süßwasser. Ja, 12, ja, kannst du das fassen? Na, das fass ich nicht an. Fass ich nicht, ey. Mach das lieber nicht. Ja, ich mach das immer nicht. Ja, Böse also geht mein nicht. Mein Bauwerk da oben hat leider nicht gereicht. Aber hast du schön gemacht. Sieht toll aus. Okay. Hier ist wieder ein Käfer, Alter. Ah! Ja, da leuchtet der Baum. Es Alter, und wenn du da rüber guckst, hinter uns, ne, so alles so rötlich-orange, da links so blau-lila, Alter, das haben die so schön gemacht. Alter. Ach, du Igitt, Alter, bah! Ja, Alter. Ich hasse es, es ist ja schon. Es sieht richtig eklig, oh, Alter. Oh, mir dreht's alles um, Alter. Nee, Alter, ohne Mist, Mist. Aber gleichzeitig guck mal dahinter die Wolken an, wie die angeleuchtet werden. Da hinten, Digga, so. Ich guck dir das doch mal an, Alter, Igitt. Wo ist die jetzt genau? Ach, boah, ist das ekelhaft. Alter, aber wie die auch so ihr Bein, die bewegt nur so ein Bein und dann sind da noch so kleine Spinnen dabei. Das ist ja super weird und eklig und... Ich ekel mich prinzipiell ja nicht allgemein vor denen, ne? Aber das Ding... Das übertrifft alles, meinst du? Das ist ja mal, also die bei Grounded sind ein absoluter Witz dagegen. Wenn du so die Kamera ein bisschen bewegst, Alter, der eine Stern, Alter, übst du Laserparty auf meinem Bildschirm? Alter, hier oben auch? Wow! Letzte Pilzsuppe war schlecht. Nach einer langen Reise fanden die beiden nun die Spinne. Der Schock saß noch tief. So mussten sie sich erstmal besprechen und ein Lager finden auf dem Baum. Hier ganz runterfällt, das muss so mies sein. Manchmal klettert der nicht so, dann springt nur so dagegen, Alter. Ich krieg die Krise. Nein, 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 nein! Ich brauch das Geld. Nein, 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 bitte, 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 lass mich noch ein bisschen. Ich brauch das Geld. Ich brauch das Geld. Ich hab nix, Jungs. Ich bin tot. Gestorben. Mhm. So, da kommt er ja. Dachchen Jünter, kommen Sie rein. Ja, kommen Sie rein, guten Tag, hallo, Herr Jundelzwerg. Sie sehen ja genauso aus wie der Typ, der bei mir arbeitet. Aber der ist mir immer suspekt. Der trägt die ganze Zeit eine Maske, als hätte der ein Geheimnis. Stimmt, eine Biene. Oder der hat unseren Kanal noch nicht abonniert. Ah, das ist es. Seid ihr auch solche Gondelzwerge? Wenn ja, dann solltet ihr jetzt mal richtig rein abonnieren. Ah, schön hast es uns hier gemacht. Einfaches Bett, Respawn festgelegt, lecker. Schauen, wie weit ich weg war von oben. Bruno, der ist schon lange auf dem absteigenden Ast. Mal hier jetzt... Ah ja, Alter, es wären nur noch so 3 Sprünge gewesen, ne? Ach du heilige Makrele. Was los? Ich bin von sonst so runtergesprungen. Jetzt ist die Frage, wo ist, ist dein Stuff? Oh, der ist hier oben bei mir. Okay, easy. Alter, wenn der unten bei der Spinne gelegen hätte, das wäre so lustig gewesen, ne? Ne. Das ist richtig lustig. Hätte ich schon gelacht, du Jünter.
am Fuße dieses Baumes ist das ekelhafteste Vieh der Welt. Und wir werden es jetzt einfach gleich umklatschen gehen oder versuchen es umzuklatschen. Oder was ich vielleicht eher denke, wir werden umgeklatscht. Deswegen umso nicer, bleibt dran, zieht's euch rein wie das haarige, eklige Viech. Und damit meine ich nicht deine Mama, Leo, uns richtig fertig macht. Du bist jetzt hier plötzlich so auf Krawatten gebürstet. Okay, alles klar. Dann lass mal runter zur Spinne gehen. Ey, ich hab so keinen Bock, da runter zu gehen. Lass uns das nochmal angucken. Da sind auch ganz viele kleine Spinnen. Alter, hier kommt eine Spinne hoch. Guck mal da. Dieses kleine Spinnding, ja. Das kann da den Ast hochkrabbeln. Wollen wir mal einen Pfeil versuchen? Das ist viel zu weit weg. Let's try einmal. Lass mal hier so ein bisschen ringsrum steppen. Aber kannst du ja mal probieren. Okay, dann geht weg. Theoretisch. Denke ich. Ein bisschen höher noch. Habe ich die getroffen? Macht das? Ja, ich habe die getroffen. Oh, die kommt. Die kommt den Baum hoch! Ist sie noch? Die ist hinter mir! Die ist hinter mir! Wie weit kommt die uns hinterher? Ich hab übers Gänsehaut. Alter, sie ist wieder zurückgerannt. Heilige Scheiße, Mutter Gottes Maria Magdalena! Das sieht so widerlich aus, das Ding. Wie schnell die hinter mir her ist. Ist die Frage, wie viel Schaden die uns macht. Alles. Hat die dich schon gehittet, oder was? Nee, aber es wird einfach so sein. Ich sag's dir, wie es ist. Mal, hier ist eine kleine am Baum. Vielleicht kriege ich die gehittet. Das war nicht ganz. Ah, die bewegen sich aber zu schnell. Ich habe auch nicht mehr so viele Pfeile. Lass mal hier runtergehen. Du meinst, wir müssen dann gucken, wie nah die rankommt? Außerhalb, ja, genau. Außerhalb der Aggro-Range. Ich glaube, Aggro-Range ist auf jeden Fall hier zu Ende. Ich habe Bock, die zu fighten, aber die zu kiten, keine Lust. Alter. Ja, komm mal hier. Willst du da wirklich so nah rangehen? Oder wollen wir von hier schießen? Ich suche gerade nach kleinen. Hier ist eine kleine direkt vor dir, ne? Gib ihr. Hast du sie? Oh, Digga! Die kriegt 2 Hits und die ist down. Die kleinen sind quasi keine Gefahr für uns. Ja, gut, okay. Wollen wir die große nochmal probieren? Oh, Digga, ich hab irgendwie. Also, ja, ich sehe die Spinneneier. Wir müssen es eigentlich tryen. Und ich meine, die Aggro ist dahin zu. Ich hab dir gezeigt, wie weit wir müssen. Wenn du zu mir kommst und wir hitten die einmal an, ich glaube, wir überleben das. Wollen wir beide gleichzeitig? 3, 2, 1. Ich hab zu niedrig. Ich hab, glaube ich, zu hoch. Du musst unbedingt sagen, wenn du die gehittet hast. Ja, ja. Ich hab einen Hit. Okay, weg. Jo, sie kommt. Sie ist direkt unter. Alter. Okay, Aggro ist vorbei. Oh. Hier. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh, ist sie schnell. Hinter uns ist ein kleiner Käfer. Achtung, Käfer. Ja, mach du weiter. Also, mach du wirklich weiter die Spinne vielleicht. Jetzt okay. Der hittet mich einfach hintereinander weg. Aber ich hab Rüstung, Alter. Alter, jetzt hat die auch noch grüne Augen! Ja, jetzt aufpassen. Okay, Aggro ist genau, ich bleib mal hier stehen. Hier müsste Aggro vorbei sein. Hat die schon Leben so ein bisschen? Oh. Alter, die dreht schon wieder um. Also jetzt in der Nacht ist halt nochmal krasser. Ja, lass mal, wollen wir hochpennen gehen? Können wir machen. Okay, aber der erste Versuch ist schon mal nicht tödlich verlaufen. Das ist doch schon mal, das kann man schon mal sagen, ist doch gut. Hört. 8 Stunden erholsamen Schlafes später. Wo ist denn Mutti? Ja, Mutti ist da unten. Siehst du? Oh ja, stimmt, die ist immer so ein bisschen ausgegraut. Also ja, du kannst auch mal versuchen, die. Mal also die kommt hier hoch, safe. Die ist mir hier vorne hinterher, also kann hier hochlatschen. Okay, bis wohin kam die hoch? Wir testen erstmal kurz, wie weit die rennen kann. Das war zu hoch. Ich habe mich vorhin auch mehrmals verschossen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Okay. So, das war ein Treffer. Ja, renn, Alter. Achso, ja, hier lang. Da ist sie. Oh. Okay. Das ist zu weit. Sie kommt wieder hoch. Ja, ich sehe sie. Sie ist ja auf der Ferse. Okay, weiter geht's nicht. Geht bis ungefähr hierher. Ist sie stuck oder was? Immer noch dort? Nee, die. Wo ist sie? Ah, die ist da. Ja, die ist mehr oder weniger. Oh, jetzt aber rennen.
Eieiei! Alter, hat die dich gehittet? Ja, Mann, ich bin vergiftet. Also die macht ungefähr 30 Schaden mit einem Schlag. Und ich habe noch eine Steinrüstung. Geht eigentlich. Ich halte noch ein bisschen mehr aus. Ich könnte das nächste Mal, wenn die jetzt kommt, ich stelle mich da einmal in den Weg und hau da richtig aufs Mett. Auch wenn ich richtig Schiss habe, Alter, ich habe gar keine Lust. Oh ja, versuch sie gleich nochmal zu hitten und komm dann weg. Komm dann, die kann bis hierhinter rennen. Ich will dann möglichst auch wegkommen da von der. Igitt, die rennt schon, die kommt nicht näher. Ja, oh. Du bist so eklig, Alter. Vorsicht. Au. Ich muss weg. Die hat mir mehr, also 40 Schaden etwa gegeben. Und die hat kaum Schaden bekommen von uns, ne? Ja, die kriegt immer so... Oh, doch, die hat... Oh, ich kann mich nicht mehr regenerieren, weil ich nicht genug Essen hab grad. Ja, ich hab hier noch Pilzsteak, Alter. Rein damit. Alles, was irgendwie geht, wird reingesnackt. Ich bin wieder voll. Oh? Was macht sie? Sie nimmt einen kleinen Umweg. Ja, guter Hit. Ich versuche sie nochmal ein bisschen zu kiten. Soll ich mal... Oh, die rennt weg. Sie dreht wieder um. Alter, Finne, lass mich in... Alter, ich hab Gänsehaut. Au, die hat... Ich bin fast tot. Ich kann die nicht nochmal kiten. Die ist halt einfach instant wieder full life, ne? Und die ist so sauer auf uns. Aber wie soll man die denn killen, Digga? Ich verstehe es auch nicht. Oh, wir müssen geschützt bleiben. Komm her, wir müssen hoch. Ja, mir wird schon kalt. Ich bin fast tot. Ich habe 7 Leben. 3, 2, 3. Ich bin tot. Aber du kannst die auch, die macht so viel Schaden, wenn die zu, und die beißt viel zu schnell zu, Alter, das ist... Alter, ich weiß nicht, ob, hast du das bei dir gesehen, wie die sich aufbäumt? Ja. Ich war ja quasi in der drin, als die sich aufbäumt. Das sah aus meiner Perspektive richtig gut aus. Ansonsten könnte man schlimmstenfalls noch irgendwie gucken, ob man die weggekitet kriegt und ich mit der Schere dieses Spinnenei aufschneiden kann. Mal direkt einen Hard-Hit hinterlassen. Wie das war mit dem Blocken. Wie war das war eh? Ja. Das ist ja übelst insane. Übelst gut, ne? Das ist übelst gut. Und es kostet, glaube ich, auch keine Ausdauer und nix. Das ist heftig, Alter. Oh, komm mal her. Warte, Ameise. Hier hoch. Wegen dem Licht, oder was? Ja. Alter, die Sonne ballert gerade, ey. Mal richtig Vitamin-D-Spiegel auffüllen. Also das Schwert ist strong, ne? Das ist richtig gut. Ah, das hat nicht gepasst. Heftig! Oh, da musst du aufpassen. Links ist der Eingang, ne? In die Todeszone. Alter, stimmt! Ich guck mal hier um die Ecke. Ja, ich sehe sie sogar von hier. Wir müssen es halt am besten schaffen, die wirklich einfach einer kitet die weg und der andere geht an die Spinneneier von der. Ja, aber die rennt halt so schnell wieder zurück, ne? Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie lange die aushalten, die Spinneneier. Ob man jetzt 10 Minuten da stehen muss und die abbauen muss oder ob man da einmal drauf hat oder dann passt das. Da unten sind diese Salamander, Alter. Auf den kann man auf jeden Fall später reiten. Die machen richtig Damage. So einen schon mal getroffen. Ich denke, wenn man so ein Vieh zähmen würde, ne? Dann die Spinne einfach... Also das Vieh sozusagen die Spinne klatschen lassen. Ich glaube, das wäre der Way. Der Way Super RTL, der Way Togo. Ja. Nee. Oh, sie hat Bock auf dich. Renn, Alter, renn! Du bist doch lebensmüde, Alter. Ein Glück ist die dort festgehangen, Alter. So, ich geh jetzt hier mal außen rum. Okay, ich klopf von hier. Wie nah kann ich ran? Was meinst du? Vielleicht so hier. Also die hat nicht so eine Ultra-Aggro-Range. Hast du ja vorhin gesehen, wo ich war. Ich schleich mal hier einfach dahinter. Weil eigentlich, wenn die mich nicht sieht, oder? Dann greift die mich auch nicht an. Hoffen wir's. Okay, also ich glaub bis hierher. Ich sehe die Beine von der. Okay, aber wenn die hier rüber rennt, ich stehe ja direkt neben der. Genau, kite die da hoch. Okay, ich bin quasi ready.
Also Leute, hier... Mach hin, Alter! Die Spinne, Take 1. Ist sie getroffen? Ja. Okay. Komm zu mir. Ja, ich renne runter. Okay, ich könnte jetzt... Ich bin bei den Spinneneiern. Zack, zack. So, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Jetzt hier, Abbau. Jetzt müsste ich quasi rennen. Ich versuche mal zu rennen. Zurück. Ja, ich try es jetzt sozusagen... Ich hab nicht, du hast rausgeschafft. Ich habe nicht viel Zeit. Ist sie noch hinter mir her? Sie rennt wieder hoch. Okay, alles klar. Wow. Wer wäre möglich? Könnte man schaffen. Jetzt rennst du wieder runter. Warum wird mein Leben so grau? Bruno wurde einfach schon längst eingesponnen und ist nur noch mit so einem giftweltmäßigen Ding unterwegs. Denkst du einfach nur, er rennt weg. Ja, ich krieg quasi weniger Leben, aber das ist so grau. Aber wahrscheinlich, weil ich nackt bin und mir ist kalt. Ja, das kann gut sein. Ja, der erfrierst du auf Erden. Der Try war auf jeden Fall äußerst erfolgreich, würde ich meinen. Jetzt kommt halt der Part, der richtig unangenehm wird. In die Hütte. Nicht zum Feuer, Bruno. Nee. Einfach nur unters Brett. Nur unters Brett. Halt dir ein Blatt über den Kopf. Und alles chillig. Oh, nice, Alter, wie es nach oben geht. Alter, jetzt wird's ernst. Jetzt hier so, jetzt, wollte ich auch gerade sagen, so richtig tragische Musik. Schatz, Kind, ich muss gehen. Ich kann nicht hier bleiben. Ich muss in die Schlacht. Wer sind Sie? Ich habe Sie noch nie gesehen. Das spielt keine Rolle. Bitte verlassen Sie mein Haus. Warte, ich muss mich jetzt ranpirschen. Alter, ist der langsam. Der ist ja noch langsamer als... Hier, leere Hände. Kannst du schneller rennen. Leere Hände, schnelles Ende. Sag ich immer. Oh, Alter. Ich bin theoretisch an der Schwelle zum Tod. Ich werde nun meinen Bogen nehmen. Du dies. Ja. Ich hab's im Visier. Bereit abzudrücken. 3. Feuer! 1. Feuer! Schuss Freigabe! Treffer! Okay, ja. Sie sind bei mir her. Ich rush. Sie ist bei mir. Okay, ich mach das große Spinnenei platt. Die sind immer noch bei mir. Die sind immer noch bei mir. Okay, ich renn trotzdem einmal weg. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... Die sind immer noch bei mir. Ist mir egal, ich renn trotzdem erstmal weg. Die sind immer noch bei mir. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine Spinnseide bekommen gerade. Die ist immer noch bei mir. Das ist cool. Aber ich bin jetzt schon weg, quasi. Ich gehe jetzt wieder weg. Die ist immer noch bei mir. Ui! Und die rennt wieder weg. Die ist noch bei mir. Und die rennt wieder weg. Das ist ein schönes Hörspiel. Das höre ich mir zum Abend dann nochmal an. Die kommt wieder. Die geht wieder weg. Okay, ich bin jetzt auch wieder bei dir. Hä? Wie? Bist du fertig? Ich hab doch gesagt, ich gehe außen rum. Das ist mir zu risky. Ich frag mich, warum du die ganze Zeit die Spinne gehalten, weil ich doch gesagt habe, ich gehe außen rum. Ach so, ja, ich war halt im Krieg, hab nicht aufgepasst. Ich hab Seide, zweimal. In voller Freude über die Seide haben unsere zwei Helden leider W. Insling und Vogelschiss komplett vergessen. Naja, dann gibt's halt keine Folge mehr. Tschüss. Und ganz ehrlich, das Nabo da, das ist doch ein geiles Video, oder?